Herzlich willkommen zu U-Sport und Development Webinar. Markus Graf. Ich werde die Gelegenheit nutzen, euch im Vorspann von der Präsentation ein bisschen zu sensibilisieren auf die neue Lernform. Die Frage ist ja vorausgehend, ja, wie lernen die Trainer überhaupt? Oder wie lernen sie in Zukunft? Ist es einfach Corona, wo uns fordert, oder können wir die Technologie auch für die Zukunft nutzen? Ich werde euch aufzeigen, dass wir uns intensiv Gedanken machen, innerhalb der Lehrmittelstrategie einen Platz zu finden für Webinar. Nämlich Bedürfniszwecke für einen Trainer von leichter, effizienter Ausbildung, aktuelle Inhalte aufzubereiten und kostengünstig, zeit- und frankenmässig aufzubereiten im Sinne von uns Produzenten, aber auch für euch Trainer. Vielleicht gelingt es, einen Kalender analog zu den modularen Ausbildungsmodulen anzubieten, mehrsprachig aufzubereiten, ja sogar für erweiterte Zielgruppen zu definieren, sei es der Sportchef, der Nachwuchschef oder weitere Zielgruppen, die Bedürfnisse haben an Ausbildung. Und unsere Label innerhalb dieser Plattform in den Zielgruppen näher zusammenbringen, eine weitere Chance. Ja, vielleicht gelingt es, ein Testform anzubieten über Web oder und sogar Ablöseangebote in der Zukunft zu definieren gegenüber dem klassischen physischen Unterricht, standardisierte Ausbildungsmodul. Ich persönlich glaube daran, es ist zeiteffizient, repetitiv möglich und in klarer Struktur einfach aufbereitet. Selbstverständlich hat jede Lernform seine Kehrseite. Die Emotion und die Interaktion ist limitiert. Der Kontakt unter den Teilnehmern, sich selber zu pushen, aber auch die sozialen Momente zu geniessen, das wird noch mehr verarmt. Dem müssen wir Rechnung tragen. In diesem Sinn glaube ich, dass der Methodenmix für die Zukunft ein Format kann sein, Trainerbildung noch effizienter zu gestalten. Helfen mit, die Ausbildungskultur zu entwickeln, während, aber auch nach Corona. Wir sind am Lernen. Darum danke schon jetzt für das Verständnis, wenn nicht alles hundertprozentig klappt. Es gibt grundsätzlich zwei Lernformen. Meetings mit einer limitierten Interaktion in Kleingruppen oder das klassische Webinar mit Frontalunterrichtsform von einem Referent und relativ passiven Zuschauer. Wir werden die Zeit nutzen von Corona und im April bis Juni Angebot schaffen, stundenartig Themen aufzubereiten. Ich werde ganz kurz einen Schwenker machen auf die Webseite von unserer Homepage, wo ihr unter Hockey at Home über ein Webinar laufend das Angebot könnt einsehen könnt. Kurz beschrieben, Anmeldung und nicht zuletzt im Nachgang auch hier die aufgezeichneten Webinare nochmal findet. Selbstverständlich sind wir sehr froh für jede Feedbacks aller Art über E-Mail oder über Formular, die uns weiterhelfen, die Technologie, die Lernform weiterzuentwickeln. Es gibt grundsätzlich drei Rollen. Der Produzent, der für die Technologie zuständig ist und moderiert. Der Referent, der sich möglichst auf den Inhalt fokussieren kann. Und der Teilnehmer als Zuhörer mit hoffentlich Fragen zum Inhalt. Das würde uns freuen, dann wissen wir, der Inhalt und das Angebot hat euch angesprochen. Im Nachgang findet ihr alle Unterlagen, sowohl Präsentationen wie eben auch Webinaraufzeichnung auf der Webseite. Wir hoffen auf ein Feedback in Form von unseren Feedbacks, Rundinnen, die wir euch zustellen möchten. Nochmal ganz kurz zum Meeting. Die Teilnehmer sind stumm geschaltet, bitte um Verständnis, damit ihr euch voll konzentrieren könnt auf das Referat.
Macht euch Notizen oder schreibt in den Chat Fragen. Wir werden Gelegenheit haben, auch in dieser Form auf Fragen einzugehen. Analog auch beim Webinar, wo ihr in der Plattform unter diesem Symbol eigentlich die Möglichkeit vom Chat-Dialog findet, nutzt die Gelegenheit. In diesem Sinne viel Spass bei einer neuen Lernform, bei komprimierten Themeninhalt und hoffentlich bei einer effizienten Trainerbildung von Zukunft. Ich spiele den Pass weiter zu meinen Referenten. Macht's gut. Ja, geschätzte Trainer, Damen und Herren, es freut mich, dass doch recht viele Teilnehmer anwesend sind. Ich sehe über 40 Angemeldete. Ich bin es nochmal. Ihr habt gehört, wie wir ein Webinar ernst nehmen. Das ist vielleicht die Chance aus der Corona-Zeit, in diesem Format auch Wege zu finden, näher an euch heranzukommen. Ich freue mich sehr, dass wir eine Stunde mit euch verbinden können. Und ich begrüße gerade auch schon den Manu. Manu, der grundsätzlich als erfahrener Trainer eigentlich hier bereit ist, uns ein bisschen zu den Themen, die wir dann noch ansprechen, uns zu instruieren. Manu, wie geht es dir? Corona-Zeit? Hockey-Zeit oder doch nicht? Hallo miteinander, ich freue mich auch da zu sein, können ein bisschen beitragen. Und da sind für eventuelle Fragen bei uns. Corona-Zeit ist viel auf Ferntraining. Wir sind viel beschäftigt mit Dartfisch, mit Studio aufladen, mit individuellen Bildungen in verschiedenen Kategorien. Und das ist etwas Neues, aber gibt es gleich Möglichkeiten, die Spieler selbstbewusst geben, die Spieler selber annehmen, was sie brauchen. Und wir müssen wirklich die Zeit nutzen, um auch das Selbstbewusstsein der Spieler, Selbstbestimmung ein bisschen weiterzubringen. Aber der grosse Feedback, es fehlt Gruppe, es fehlt miteinander sein. Und das sind wir nicht. Wir sind kein Sportler, darum wir probieren das Beste zu tun. Wir hoffen, dass so schnell wie möglich zusammen sein können. Ja, danke. Bevor ich dir definitiv zu den Kernthemen auf den Ball gebe, vielleicht eine kurze Einführung. Wir haben eigentlich vor, nicht nur Thematik 4 Spielrollen näher zu bringen. Ihr seht, Speed, ein grosses Wort in unserer Sportart. Aber noch viel mehr vielleicht für einen Nachwuchstrainer. Auch, ja, wie gehe ich damit um mit all den Elementen von der Trainingslehre? Wir kennen Ampeldenken, hoffentlich viele schon. Wir haben es neu aufbereitet und wie wir das in einem didaktischen Kontext eben können nutzen können, innerhalb von unseren Spielrollenthemen, das wäre letztlich unser Ziel. Und ganz neu, meine Sportart, möchten wir euch ein bisschen kutzeln. Da lasst euch überraschen, wie wir es aufbereiten. Ganz neu seid heute live im E-Learning-Bereich meine Sportart. Ihr seht, wir machen 3-4 Stunden bis 60 Minuten. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir auch Inhalte gefüllt bekommen mit euren schriftlichen Fragen über den Chat, die wir irgendwo in dieser Live-Session noch versuchen zu beantworten. Ich habe schon gesagt, Speed ist ein grosses Wort. Wir haben ja grundsätzlich eigentlich 4 Arten von Speed. Alles mit Tempo auszuführen, das muss ein Anliegen sein von uns Trainern. Wir werden das grundsätzlich nachher noch im Detail und auch mit Videobeispielen anschauen, wie wir den Headspeed forcieren können, wie wir den Puckspeed, schnelles Spiel mit der Scheibe, Footspeed, natürlich bei Bewegung mit und ohne Scheibe und nicht zuletzt natürlich auch den Gapspeed, also kompakt, dass wir 5 Angriffe denken, 5 defensiv wieder orientiert sind. Vielleicht das ein kleines Muster, Puckspeed. Beeindruckend, so wie die Schweden. Ich gehe weiter und werde einfach die Themen ganz kurz ein bisschen einführen. Ampeldenken, ganz ein einfaches Prinzip. Warum hat das einen Platz in diesen 4 Spielrollen? Ich glaube, das ist eine Metapher, eine einfache Regel, wo eben Trainer schon im jüngsten Jahr, und wir wollen alle motivieren, eigentlich mit diesen 3 Farben schon zu arbeiten, am Athleten näher zu bringen, wo später natürlich in einer Vertiefung eigentlich der Nachfolgetrainer mit den Athleten aufnehmen kann und auch
immer wieder in diesem Bild Klarheit zu schaffen bei unserer spannenden, aber auch komplexen Sportart. Ich sehe das Umschaltspiel ein grosses Thema. Das Spiel modernisiert immer wieder mehr und mehr im schnellen Umschaltspiel. Wenn die Statistik zwar schon ein Alter hat, zeigt sie immer noch, wie wir in den ersten Moment sehr viele Torchancen und auch Tor können generieren. Also das muss unser Spiel ja grundsätzlich auch beeinflussen, wenn es eben von der Ampel gelb nach grün wird. Dann kommen wir eigentlich schon zu den vier Spielrollen, die wir in der Grafik so aufbereiten. Ich denke auch für den Trainer eine gute Hinweis, aber auch nicht mehr eine Chance, solche Plakate zu veranschaulichen mit den Spielern. In dem sind die vier Spielrollen unterteilt innerhalb von grün mit Scheiben. Es geht um einen Angreifer mit Böck, es geht aber auch viel mehr um die Bewegung von diesen Angreifer. Nummer 2 bis 5. Analog eigentlich, wenn rot ist, die defensive Seite behalten. Ein Spieler im 1-1-Betrieb, aber nicht zuletzt im Raum nachher die Mitspieler in der Adaption. Und dass innerhalb von dem der Transition-Moment, wie wir gehört haben, 200 bis 400 Mal extrem spannende, aber auch entscheidende Momente können sein. Da bin ich überzeugt, dass ich da Manu noch mehr erzählen kann zu dem. In dem Sinn freue ich mich sehr auch, Manu, auf deine Ausführungen. Wir haben schon geübt, lange zusammen darüber geredet und danke vor allem jetzt schon, dass du dich da bereit erklärt hast. Sehr gerne. Ich habe bereit meine Erfahrung weitergegeben. Die verschiedenen Elemente in dem Spiel und wie du gesagt hast, das Transition und das Speed sind die Basis für ein okay. Je schneller das mit dem Spiel kehrt, sei es defensiv zu offensiv, und mit dem Spiel offensiv zu defensiv könnt umschalten, desto mehr Erfolg könnt da. Und das ist eine Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Spielmöglichkeiten, die wir haben. Das heisst, wir probieren das Spiel so schnell wie möglich zu machen, dass der Gegner überrascht wird. Wir müssen probieren, den Gap und das Spiel so schnell wie möglich umschalten, dass der Gegner keine Zeit und Raum hat, um sein Spiel aufzuziehen. Das wäre das definitive Ziel zum unserem Spiel. Ja, vielen Dank. Bevor ich den Böck definitiv zuspiele, vielleicht auch da jetzt eine kleine Überraschung. Das heisst, anstatt dass wir euch eine PowerPoint-Präsentation zeigen, möchten wir das gerade machen mit der ersten und wie gesagt ab heute live geschalteten Lektion E-Learning «Meine Sportart». Ihr seht und wir dürfen euch nachher den Link im Nachgang zu dieser Lektion noch geben, wenn ihr Lust habt, geht schnuppern oder auch Leute einladen, für sich dann mit dieser Sportart zuerst mal auseinanderzusetzen. Hier eine kleine Einführung, ihr habt innerhalb von dieser Sportart eigentlich vier Lernbereiche. Das heisst, im Intro führen wir ganz allgemein in einer Art hoffentlich animierend und spannend. Wenn ich hier auf unsere Themen eigentlich gehe, ich möchte eigentlich mehr lustig machen, als dass ich euch da durch die ganze Lektion durchführe. Aber wir haben schon da eigentlich die Frageform vom Speed. Ja, wie viel Puck-Speed bekommen wir denn von den Besten? Ich weiss nicht, da kann man ein bisschen rätseln. Wenn ich rätseln würde, seht ihr. Eigentlich eindrücklich. Also, die Besten von den Besten kommen auf Speed-Geschwindigkeiten mit Verschieben von 170 Stundenkilometern und mehr. Vielleicht nicht ganz so bekannt, wie viel Top-Speed haben wir in den Beinen. Wie viel bringen wir auf den Boden? Auch da recht eine interessante Frage. Zum Pröbeln, Höchstspeed mit 40 Stundenkilometer, also völlig ein Thema. Wenn ich das nachher da weiter zeige, dann gehen wir ins Exploren, also zum Entdecken, wo ganz viel eigentlich Interaktion eigentlich vom Teilnehmer gefordert oder eingeladen ist, über die Sportart. Da möchte ich heute nicht drauf eingehen, aber ihr entdeckt euch hier in diesem Bereich eigentlich die Überlegungen, die wir uns stellen. Einerseits Speed, Spielverhaltenrolle, wo gehört das her in der Trainingsplanung?
Ihr seht hier die Grafik, wo man eigentlich alle Elemente kategorisieren. Und wenn der Teilnehmer hier eine Antwort geben müsste, dann wäre eigentlich das innerhalb von diesen Elementen oder Kategorien besser gesagt, die Frage, ja, in welchem Bereich sind wir da in der Entwicklung? Nach der Technik, nach der Einzeltaktik. Dass man eben hier vielleicht viel Verhalten darf zur Kenntnis nehmen, die eigentlich als dritte Phase Lernelement zeigt in der Ausbildung. Dass das eben noch nicht fertig ist, das gibt mir das System an. Wer Lust hat, fertig zu machen, wie gesagt, willkommen in dieser neuen Lektion. Und ihr seht auch hier, die Speedformen sind angesprochen, wie wir schon Elemente haben gesehen, illustriert mit gewissen Transition-Filmen, die euch auch zeigen soll, oh, für euch als Trainer, aber vielleicht auch mit Athleten, um zu zeigen, wie schnell ein Umschaltspiel heute ein ganz entscheidendes Element kann sein von der Technik. In dem Sinn, das so ein bisschen als Einstieg, irgendwo in Form von lustig machen von dieser Lektion, aber selbstverständlich, das Thema gehört dem Manu, die vier Spielrollen, und ich übergebe dir jetzt eigentlich zum Kernthema in der Erklärung, was du darunter verstehst und wie wir das am besten trainieren. Merci, Manu. Bitte, danke für die Führung. Also wenn wir zum dritten Teil von dem E-Learning gehen, wir sehen hier, Markus hat über das Intro, über Explore und jetzt sind wir auf Stufe Study. Study ist ein Teil, wo wir wirklich selber schauen, selber Überlegungen machen, wie wir würden mit der Mannschaft umgehen, wie wären unsere Feedback in verschiedenen Elementen. Und da werden nochmal alle die vier Elemente nochmal angeschaut. Das heisst, der ganze Speed-Bereich, wo wir eigentlich ist es okay, wenn man sieht, wie es sich entwickelt hat in den letzten Jahren. Wenn man nur sieht, vor zwei Wochen sind da Geschichten von den Playoffs 86 bis 03. Und wenn man vergleicht mit diesem okay von heutzutage, hat er recht einen Sprung gemacht gegen früher mit den neuen Regeln, wo Behinderung nicht mehr so erlaubt ist, mit der neuen Technik. Ich denke nur an die Stöcke, wo wir kennt am Anfang, die Oststöcke und die Stöcke, die jetzt gibt. Die Schusstechnik hat sich verändert, die Reaktionen der Schüsse. Man schießt ganz anders als früher. Also, der Speed hat so eine riesige Rolle übernommen im Eishockey, dass wir wirklich Punkte beachten und sehr viel auf den Speed aufbauen. Man denkt am physischen Bereich. Das ist ein Kernelement von unserem Training, ist Geschwindigkeit. Und das werden wir anschauen in den verschiedenen Varianten. Und das Ampeldenken, das ist eine Basis auf unserem Spiel. Je schneller wir können von grün auf rot, von rot auf grün, mit dem gelben Bereich. Ich denke, gelb ist Zweikampf. Zweikampf ist das, was Match werden gewinnen. Jeder gewonnene Zweikampf gibt uns einen Vorteil. Zweikampf fängt vom Bulli an. Zweikampf geht in jede Situation, wo einem freie Scheibe gibt. Zweikampf geht um einen Platz vor dem Goalie, vor einem für einen Screen, Zweikampf passiert überall und auch dort, Zweikampf gewinnen wir mit allen vier Speed-Elementen. Zweikampf gewinnen wir mit der Foot Speed, mit Schnelligkeit, mit Puck Speed, mit Give and Goes, mit Gap Speed, also je schneller, dass ich Platz und Raum wegnehme, aber vor allem der Unterschied am Schluss, man kann Puck Speed, Foot Speed, Gap Speed, aber Dead Speed, Antizipation, das ist eigentlich entscheidend. Der Unterschied zwischen einem guten Spieler und einem Weltklassenspieler ist am Schluss, was passiert im Kopf, wie schnell dass ich umschalten kann. Wenn jetzt hat immer gesagt, ich bin dort, wo der Puck kommt. Also, das ist eigentlich der Unterschied. Darum, ich würde das mit dem Kognitiven, mit dem Spiel können lesen, sehr viel Zeit investieren. Sogar jetzt in Corona-Zeit. Wir können da viel machen. Individuell, wir können Videos schicken, Spielsituationen, Goalanalyse. Spieler, dass sie so keine können spielen. In Summe können wir nicht einfach gross 1-1, 2-2 im Trockentraining machen. Aber Spielverständnis können wir auch so
lesen, wir müssen neue Wege gehen. Aber ich denke, der Adspeed macht am Schluss den Unterschied. Die Spielrollen sind nachher ein Zusammenspiel von den Footspeed und vom Ampeldenken, wie mir in der Grafik, die Markus vorher gezeigt hat, sehr gut überschreibbar ist. Wenn jetzt kommen wir zu den vier Speed. Wir arbeiten hier in diesem Study mit dem Video vor allem, weil Video ist ein sehr gutes Mittel, um Eindrücke und Sachen zu zeigen. Und wenn wir jetzt über Footspeed reden, wir haben immer in den vier Rollen, wir haben immer den Defensivteil und den Offensivteil. Der Defensivteil fängt an mit schnell am Ort sein, schnell Räume zu machen. Wir sehen es im Vorcheck, im Backcheck. Wir sehen es in allen Bereichen und im Offensivteil wirklich die ersten drei Schritte, die Beschleunigung und das, was man braucht, um einen Gegner zu schlagen mit der Geschwindigkeit. Klar ist es immer ein Zusammenspiel zwischen einem Vier-Speed, aber man hat verschiedene Situationen, wo der Footspeed entscheidend ist. Wenn wir jetzt die Video anschauen, die auch mit Stopp selbsterklärend sind, wir sehen jetzt eine Vorcheck-Situation und wir sehen, wie der Spieler die Füße bewegt. Wenn wir zurückgehen zu dieser Situation, schaut gut die Fußarbeit des Spielers, Stockarbeit und die Hartnäckigkeit, die der Spieler hat. Das ist eindrücklich und das ist eine Sache von der Technik, Schlittschuhlaufen als Basis, aber es ist auch am Schluss ein Zusammenspiel zwischen Technik, Kraft, Biometrie, Schnelligkeit, Startkraft. Also das ist Schnelligkeit baut man auf mit verschiedenen Elementen und je nach Alter, man muss nachher die wichtigen Teile für den Schlittschuhfahren als Basis und je älter die Spieler werden, man muss das in Kombination mit Kraft und Schnelligkeit. Also das ist wieder ein Aufbau und man kann und im Training man kann mit Puck Races trainieren, man kann mit verschiedenen Sachen. Wenn wir sehen jetzt voran, haben wir gesehen, die 40 km/h, wenn man sieht da einen McDavid, der als einer der schnellsten Spieler der Welt gilt, wir sehen die Beschleunigung und die Geschwindigkeit, die er erreicht. Aber gleichzeitig sehen wir, wenn man gut schaut, man sieht, während der Schnelligkeit Kopf hoch, Informationen aufnehmen, Scheiben schützen, beide aussen, wieder ein Zusammenspiel von den verschiedenen Elementen. Also das ist ein Teil vom Footspeed. Wenn wir jetzt kurz zum Ende vom Ganzen, man sieht da einen Bereich, wo man verschiedene sagen wir, Keypoints rein tun und verschiedene Gedanken. Und wenn ich jetzt da zum Beispiel Beine schreibe und schreibe Speed, schreibe eher 3 Meter, sind das meine Gedanken. Und wenn ich gehe auf Feedback, komme ich da, was könnten die verschiedenen Gedanken sein im didaktischen Bereich, wie kann ich da arbeiten? Also der Bereich ist so aufgebaut, dass man selber Gedanken machen kann und der Feedback kann eine Bestätigung, kann eine neue Idee geben, neue Inputs für die Zusammenarbeit oder für das Zusammenarbeiten mit den Spielern, mit den Athleten, im Teamsprech, im Einzelgespräch. Vor allem wir als Trainer, was können wir, wenn wir Element Footspeed im Training haben, was können wir für didaktische Einweise oder Aufbauphasen oder Methoden können wir machen, dass wir den Footspeed thematisieren können, wenn wir im Footspeed arbeiten wollen. Wenn man weitergeht, da haben wir im Puckspeed-Bereich, das ist Puckspeed, man sagt immer, der Puck ist schneller als jeder Spieler, also ein werter Pass ist sicher schneller als 40 km/h, das heisst, wie man kann das Spiel schnell machen kann, ist der Puckspeed. Und Puckspeed hat zwei Elemente, die an Basis sind. Das erste Element ist die Technik, Ausführungstechnik, Passtechnik. Und der zweite ist der Support.
wie viel Support bekomme ich als Scheibenträger, wo sind meine Mitspieler, und das ist auch Basis. Wir haben jetzt eine Szene hier von der Ottawa, der Minnesota, wo man sieht, die Ottawa ist im Unterzahl. Und das ist, man sieht viel oder man hört viel, ja, im Unterzahl Scheibe einfach weg. Scheibe muss fort, Scheibe muss 60 Meter. Aber meistens, wenn man Blindscheibe wegtut, kommt er selten aus den Zonen raus. Und da sehen wir wirklich eine sehr gute Szene, wo man einen Release Point hat, das Nummer 44. Er ist nicht einfach weg und der Spieler, der die Scheibe hat, tut einfach die Scheibe fort, aber sucht eine Lösung, findet eine Lösung, um das Spiel zu gestalten und nicht einfach destruktiv einfach Scheibe fort. Weil da, man sieht im Unterzahl, wie der Support da ist, wie der Druck da ist und wie die Lösung kann finden und sogar fast einen Short-Ender oder Chancen gegen Führer kann erreichen. Und wir sehen, wie schnell mit Puck Speed kann eine Situation unter Druck lösen. Das ist ein zweites Beispiel jetzt im Offensivbereich, wo wir sehen, wie schnell die Scheibe läuft, um zu einer Goalchance zu kommen. Wir sehen nochmal die Wiederholung. Und das ist wieder ein Zusammenspiel zwischen Technik, Ausführungsqualität, Scheibe verlangen, bereit sein zum Scheiben, Scheibe wählen. Ich habe ein paar Spieler erlebt, aber einer, der mich sehr gut in den Sinn kommt, ist ein Spieler, der dieses Jahr in der NHL sehr eine gute Saison hatte, ist der Kevin Fiala. Kevin hat immer die Scheibe wählen, ist immer anspielbar gewesen, in jeder Situation. Und das hat ihm als Spieler in gewissen Situationen sicher ein bisschen sein eigenes Ego im Weg gestanden. Aber schlussendlich mit seinem Spiel hat er wirklich die Mitspieler besser gemacht. Und jetzt, nach ein paar Jahren Erfahrung, hat sich entwickelt zu einem Spieler, der wirklich Weltklasse ist. Und das heisst, Scheibe wählen ist eine Basis. Das heisst, Puck Speed kann nur entstehen, wenn man 4 Spieler oder 3 Spieler Scheibe wählt, sich anbietet und im richtigen Timing könnte das Spiel helfen zu entwickeln. Das kommt noch Kommunikation dazu. Das ist etwas, wo wir als Schweizer nicht gerade die Besten sind in der Kommunikation. Wenn man sieht, Training oder Spiel von Nordamerikanern vor allem, ist es viel lauter. Die reden miteinander, die rufen zueinander. Wir sind da noch ein bisschen in der Kommunikation. Ich sage, das ist sicher ein Punkt, wo wir uns verbessern können. Auch jetzt im Sommer, wenn wir zusammenkommen, hoffentlich bald, können wir viele Spiele machen, wo man redet miteinander, wo man Lösungen sucht, wo man Support gibt. Und im Transition-Spiel ist das eine sehr wichtige Phase, der Puck Speed. Wir hatten eine Phase, wo Davos sehr gut Hockey gespielt hat. Und die haben mit ihrem Transition-Spiel sehr, sehr viel Erfolg gehabt. Die haben das Puck so über 2 Linien, vor allem vom eigenen Drittel bis zu der weiten blauen Linie, sehr schnell gegangen. Wir hatten wirklich das Transition-Spiel zelebriert. Und das ist durch die Puck Speed und die Qualität von diesen Pässe hat es noch mehr Wichtigkeit übernommen. Und Puck Speed ist für mich eine von der Basis im Powerplay. Je schneller dass der Puck zirkuliert, je genauer dass der Puck zirkuliert, je mehr Goalchancen können wir kreieren. Das heisst, etwas muss sich immer bewegen. Entweder der Spieler oder die Scheibe muss bewegen. Aber wir haben gesehen, wie schneller der Puck ist als Spieler. Das heisst, Powerplay und Puck Speed sind 2 Sachen, die wirklich sehr, sehr miteinander kommen und sehr erfolgreich sind, wenn man sehr gut mit der richtigen Ausführung kann umsetzen kann. Dritter Speed, den wir geredet haben, der für mich eine von der wichtigen Rolle ist, ist der ganze Gap Speed. Gap Speed heisst, der Raum und den Platz und den ganzen Raum reduzieren zwischen uns und dem Gegner. Oder auch vergrössern, wenn wir im Offensiv sind. Wir müssen uns Platz verschaffen, wir müssen uns Raum verschaffen, wir müssen leere
Platz in freie Räume zu gehen und nicht den Gegner zu suchen zum Austribbeln. Das ist das, wo wir die Kinder haben immer die Tendenz, der andere austribbeln, den Challenge zu suchen. Das ist sicher gut für die Technik, aber im Spiel, man sollte wirklich die freien Räume nutzen, die freien Räume wirklich suchen, sicher mit der Scheibe, aber auch ohne Scheibe. Und im Defensivbereich, man muss probieren, den Gegner so wenig wie möglich Platz zu geben. Zeit und Raum, man hört viel von den Trainern, Zeit und Raum sind entscheidend. Je mehr Zeit und Raum wir selber uns schaffen, je mehr Zeit dann zum Spiel machen, zum Pass machen, desto erfolgreicher können sie. Und je weniger Zeit und Raum am Gegner können geben, je besser ist für uns. Der Gegner ist unter Druck, kann das Spiel nicht machen, wird frustriert. Und dafür haben wir einen Vorteil. In diesen zwei Videos sehen wir eine Szene, wo wir offensive Gap haben. Wir haben sofort Spieler, die stützen und den Defensiv geben. Wir sehen jetzt beide Spieler, der vorne und der innen, haben den Platz sehr eng gemacht. Da sehen wir auch Situationen, wo der defensive Gap ins Spiel kommt. Und da nochmal. Was man muss sagen, dass sehr entscheidend ist, da ist die ganze Stockarbeit. Also die Stockarbeit ist eine von der Basis von unserem Defensivspiel. Mit der Scheibe, mit dem Stock, mit Druck zu schieben. Man tut den Gegner unter Druck setzen, man gibt keine Zeit, keinen Raum und man kann das Spiel steuern. Also jede Übung im Defensivbereich sollte man mit dem Stockdruck, mit dem Scheibendruck anfangen. Also das ist die Basis. Es ist okay zu Tag, indem man nicht mehr behindern kann, dass man nicht mehr einen Gegner eben, wenn er keine Scheibe hat oder wenn er, das heisst, mit dem Stock, man kann den Druck aufrechterhalten, man kann Zeit und Raum nehmen, man kann den Check vorbereiten, man kann steuern, was der Gegner macht. Also das Ziel im Defensivspiel ist, dass der Gegner macht, was wir wollen und nicht was er will. Wenn ich im Vorchecken kann ein Spieler steuern, dort wo ich will, können meine vier Mitspieler schon das Spiel lesen und lernen, okay, der Spieler wird mit grosser Wahrscheinlichkeit dort rauskommen. Ich kann schon den Band dazu machen, ich kann den Pinch vorbereiten, ich kann die Mittelzone zu machen. Wenn ich aber einen Vorcheck mache und keinen Stockdruck habe, keine Steuerung habe, kann der Gegner auswählen und ist sehr viel schwieriger für Mitspieler, um herauszufinden, wo sie am besten agieren oder antizipieren. Das heisst, jedes Mal ein Zweikampf immer mit dem Stockdruck. Da sehen wir wieder die mutigen blauen Linienentscheidungen. Nochmal, da, man probiert so schnell wie möglich den Raum eng machen. Da, man probiert Gap Speed machen, man probiert miteinander zu führen kommen. Und das, die Situationen, die wir sehen, da, nochmal, Mittelzone Druck. Was wir viel sehen, wenn Nachwuchs ist okay, aber sogar vorne, ist, dass man sich zurückzieht, dass man die blaue Linie nicht heben kann. Und die blaue Linie können eben mutig sein, Räume eng machen, sogar die Unterzahl. Das ist wirklich sehr wichtig. Das heisst, im Training viel animieren, zum Aufstehen, zum Mitgehen, die Verteidigung als Stürmer. Wenn man mitgeht, haben wir immer Möglichkeiten, im Fall eines Scheibenverlusts, schon dort sein, Mittelzone sein. Das heisst, aufschliessen, kompakt sein. Und das ist die Gap, die wir brauchen für die beiden Richtungen. Also, das ist wirklich ein sehr gutes Beispiel, wie man Mittelzone zumachen kann. Im Training man kann sehr viele Übungen machen, im 1-1, im 2-2, wo man den Gap trainiert. Man kann Übungen machen, wo man das 1-1 hat, man pfeift, man muss zurückkommen, nochmal kommen, 2-2 genau das Gleiche. Also die mutige ist okay, da lernen wir im Training, dass man selber ein Timing findet, dass man selber sieht, wo ich stehe, wie ich stehe. Und nur durch Fehler, durch eine falsche Entscheidung kann man lernen, welche sind die richtigen Entscheidungen. Das heisst,
ermutigen, zum den Gap klein machen, zum Aufstehen, zum Druck machen. Eishockey heutzutage ist sehr viel Druck. Und dann im vierten Bereich, das heisst alles, was Adspeed ist, da haben wir auch ein paar Beispiele. Das ist wirklich das, was Eishockey am Schluss ausmacht zwischen Weltklasse oder nicht. Das heisst, ich bin dort, antizipiere das Spiel, ich lese das Spiel. Und für das braucht es Informationen aufnehmen. Also je mehr Informationen kann ich aufnehmen, je mehr kann ich richtige Entscheidungen treffen. Head-Up ist eine grosse Kampagne, die gemacht worden ist. Das ist die Basis vom Ganzen. Wenn ich den Kopf oben an, kann ich auch Informationen aufnehmen. Sehe ich, was Mitspieler machen, sehe ich, was der Gegner macht, sehe ich, wie viele Sekunden auf dem Uhr noch sind, im Unterzahl, im Überzahl, wie viele Sekunden noch von Drittelsenden sind, sehe ich alles, was ich brauche, um nachher die Entscheidungen zu treffen. Man muss während einem Wechsel ständig Entscheidungen treffen. Gebe ich einen Pass, gebe ich keinen Pass, muss ich reinchippen, muss ich befreien, muss ich den Check fertig machen. Also, das heisst, je mehr richtige Entscheidungen man trifft, je grösser ist die Wahrscheinlichkeit, um die Zweikämpfe zu gewinnen und je grösser ist die Wahrscheinlichkeit, um das Spiel zu gewinnen. Und wir sehen jetzt in diesem Bereich, wir sehen jetzt Beispiele, wo die Spieler die Scheibe schützen. Das heisst, sie sind bereit und gleichzeitig Informationen aufnehmen. Man sieht da den Verteidiger, glaube ich, ist der Romagnosi. Er liest, er schaut das Spiel. Man sieht die anderen Verteidiger, die liest und antizipiert schon das Cycling. Jetzt hat er schon den Kopf oben. In dem Moment muss er entscheiden, was machen. Er sieht, das hat einen Screen-Spieler. Es hat einen Spieler, der ihn angreift. Und jetzt muss er entscheiden, was ist meine. Und je schneller dass er entscheidet, je besser das nachher rauskommt. Er sieht, dass der Stock vom Spieler in den Weg Richtung Goal, den direkten Weg wegnimmt. Das heißt, er muss eine andere Entscheidung treffen. Wir sehen jetzt, wie die richtige Änderung gemacht, die Täuschung gemacht und kann nachher den ersten Spieler schlagen. Und jetzt hat er wieder eine Entscheidung zu treffen. Was kann ich jetzt machen? Er hat die Technik, hat die Scheibe geschützt. Er verschafft sich Zeit und Raum, wie wir vorher gesehen haben. Er geht im freien Eis und sieht nachher auf der anderen Seite wieder den anderen Spieler, der schon antizipiert hat, der schon im freien Raum gekommen ist. Wir sehen jetzt aber auch das Verhalten von der Gegner, St. Louis, der sehr puckorientiert ist, der im Moment jetzt sich total auf die Scheibe orientiert, sehen wir hier Puckwatching, das heisst sogar im NHL, im NHL-Niveau, im Defensivbereich, nicht alles immer sauber läuft. Das heisst, wenn jetzt praktisch 5 Spieler nur Scheibenträger schauen, passiert das am Schluss, der Gegner zum Goal kommt. Das heisst, in dem Moment, wenn der Spieler die Stockkontrolle hatte, Mannkontrolle, das ist in einer 4-Spieler-Rolle, Ampeldenken ist rot gegen einen Gegner ohne Scheibe, da wäre wahrscheinlich das Goal nicht passiert. Also wir sehen da jetzt zusammen ein Spiel zwischen verschiedenen Faktoren in den 4-Spieler-Rollen. Jetzt kommt zu einer anderen Szene. Ein junger Spieler. Da sehen wir ein Offensivzone-Spiel. Wir sehen die blaue Mannschaft, die angreift und den Gegner, der probiert, die Situation zu lösen. Und das sind wirklich die 4-Spieler-Rollen im Spiel. Man hat einen Spieler offensiv mitschieben. Das ist die erste Spielerrolle. 4 Offensivspieler ohne Scheibe. Man hat einen Defensivspieler, der verantwortlich ist für den Scheibenführenden. Und man hat die anderen 4, die verantwortlich sind für die 4 Mitspieler, die probieren, das Spiel bestimmen, das Spiel
mitsteuern. Und der ganze Ad-Speed, jetzt ist, welche Mannschaft, welche Spieler können so antizipieren, dass sie eine Lösung finden. Das heisst, Ad-Speed heisst Lösungen finden und nach Möglichkeiten, nach Informationen, die man aufnehmen kann, man muss die beste Lösung finden. Und das ist auch eine Erfahrungssache, aber ist nachher im Zusammenhang, wie wir sehen, mit Footspeed, mit Gap-Speed und mit Bug-Speed, man probiert nachher den Gegner zu schlagen. Und schlussendlich, man will den Gegner schlagen, man will das Goal machen, man will das Spiel gewinnen. Wenn man jetzt die Szenen anschaut, wir sehen jetzt da grün mit und rot gegen die Scheibe. Und wir sehen die anderen Spieler, weiss, die probieren, die Gegner zu verhindern, zum Support zu zeigen. Wir sehen da grün ohne, mit Böckbesitz, aber ohne, Mannschaft besitzt Böck, aber ich selber nicht. Screen und Präsenz im Slot. Wieder einmal Slot als Basis von unserem Spiel. Support, da sehen wir Support, Spiel gelesen. Da sehen wir wieder, wie der Spieler muss Informationen aufnehmen. Wir sehen im Moment, der steckt, der ist nicht ausspielbar. Also jetzt hat er keine Spielstationen. Jetzt muss er wieder Entscheidungen treffen. Was kann ich machen? Was sind meine Optionen? Jetzt kommt wieder das Schlittschuhfahren, Footspeed. Und die anderen Spieler probieren jetzt, Optionen zu kreieren. Wo kann ich den Scheibenführer unterstützen? Auch wieder, wo kann ich jetzt im Moment die Optionen geben am Mitspieler? Der Mitspieler hat gesehen, jetzt habe ich keine Optionen, sind alle zu, darum muss ich selber eine Option finden. Muss ich selber 1-1 können. Mit Speed, mit Geschwindigkeit, mit Scheibenschützen. Jetzt kommt, hat er einen geschlagen. Das heisst, jetzt haben wir einen Vorteil. Die Mannschaft spielt fast 5 gegen 4. Einer ist weg. Und jetzt sehen wir da, wie eine Option wieder geschafft wird. Das sind zwei Spieler mit einem. Das heisst, da ist wieder einer frei. Er hat den Kopf oben, hat die Option gesehen, give and go, add speed, back speed. Und da hat sich wieder ein Vorteil verschafft, indem dass jetzt zwei Spieler gegen die Scheibe führen gehen und der wieder eine Option sich, als Option sich anbietet. Das ist wirklich ein Zusammenspiel zwischen Informationen aufnehmen, probieren Support zu geben und mit Technik, mit Foot Speed, mit Gap Speed können Lösungen finden. Manu, vielleicht wenn ich mich da einschalte, was mir natürlich immer wieder eindrücklich dünkt, wenn man jetzt da die Szene sieht vom Verteidiger. Es ist ja unglaublich, ich kann fast nicht mehr sagen, was Verteidiger, was Stürmer soll sein. Darf man das im Nachwuchs so machen? Absolut. Wir sehen da, wie ein Eishockey sich entwickelt hat. Also die reine Position Verteidiger, Stürmer wird immer mehr verschwinden. Wir sehen die Weltklasse-Verteidiger wie jetzt der Dolin, wo eigentlich, oder ein Romagnosi, wenn man fragt, immer ist der Verteidiger, ist der Stürmer. Und das ist das, was einfach noch mehr gepusht werden sollte. Ich habe immer ein bisschen Mühe, wenn ich go U9 oder U11 ein Spiel oder Turnier anschaue und man sieht den Trainer mit der Tafel und sagt, ihr zwei sind da hinten und ihr zwei sind die vorne und machen nichts. Das heisst, Die Rollenverteilung heutzutage ist schon bei den Stürmern und Verteidiger. Man redet nicht von Zentern und Flügeln, man redet jetzt von F1, F2, F3, D1, D2. Und ich bin überzeugt, in ein paar Jahren, man redet von Spieler 1, 2, 3, 4, 5 und jeder übernimmt die Rolle, die im Moment ist. Und das ist das, was wir vor allem im Nachwuchs forcieren. Jeder muss können überall eingesetzt werden, jede Rolle können übernehmen. Und das ist genau das, was wir sehen. Bei den jungen Spielern, die junge Generation. Genau das ist das entscheidend, dass wir ein globales Eishockey haben. Ja, merci Manu, bevor wir vielleicht jetzt die einzelnen Spielelemente oder Spielverhaltenelemente eben noch in die Struktur von den vier Rollen einbetten, vielleicht gleich auch an die Teilnehmer, ich möchte noch mal animieren, dreht im rechten Bildschirm vielleicht das Symbol Frage, Question, Answer, wenn ihr Fragen habt an Manu. Oder an mich, es ist so gut,
feel free. Wir werden nachher im Nachgang vielleicht die eine oder andere Frage aufnehmen und Manu stellen. Also jederzeit möglich, dort Fragen zu stellen, bevor oder im Nachgang von Manus Erklärungen die vier Spielrollen. Gut, wenn ich nachher weitergehe. Jetzt haben wir die vier Speed-Arten, die wir im Eishockey treffen können, haben wir sie ein bisschen angeschaut. Aber es ist immer ein Zusammenspiel von allen vier. Und wichtig, dass wir Trainer in unserer Planung, wenn wir ein Ziel haben in einem Training, heute, wenn wir arbeiten im Ad-Speed-Bereich, wenn wir arbeiten im Gap-Speed-Bereich, dass wir Fokus auf diesen Bereich tun. Aber es ist klar, dass immer alle Elemente, praktisch jede Situation, das heisst, ein Training sollte immer so spielnah wie möglich sein. Das heisst, so Spielelement wie möglich. Ist klar, es gibt Teile von Training, Stationentraining, wo man technische Elemente einbauen kann, wo das Spielverhalten weniger da ist, vor allem im Fundamental-Teil, wo man wirklich auf. Aber wir sollten probieren, je grösser das Kind wird und die Athleten werden, dass wir sehr viele Kombinationen haben im Training und die Elemente immer so spielnah wie möglich gestalten kann. Das heisst, wenn wir im Ad-Speed-Bereich, das ist sowieso klar, dass man spielerisch, aber auch im Gap-Speed-Bereich, im Foot-Speed-Bereich, sehr viele spielerische Elemente einzubauen. Und das komme ich auf die Small Games. Small Games ist ein Bereich, wo man die Elemente extrem gut kann schaffen kann. Man weiss genau, dass Set Speed im Small Game entscheidend ist. Im Small Game ist der Gap Speed auch sehr, sehr wichtig und vor allem aber auch das ganze Technische. Das heisst, dort in diesem Bereich man kann man sehr viel erreichen. Und gezielt nach dem Ziel, das man hat, man kann die Spielformen so gestalten, wie man will. Man kann neue Regeln geben, man kann sagen, okay, man spielt ohne Pass. Das heisst, man muss eine Lösung finden. Das heisst, ist da das Ziel, dass der Gap Control, man ist das Ziel Puck schützen, Foot Speed. Man kann Übungen machen, wo der Puck nicht mehr als eine Sekunde am Stock muss sein. Man schafft im Puck-Speed-Bereich. Man kann wirklich die Regeln ändern. Man kann Überzahlsituation kreieren, Unterzahlsituation kreieren. Und wirklich in diesen Bereichen so viel wie möglich können zu erreichen. Und die Study-Teil, jetzt wo wir die vier Speed-Situationen sehen, geht weiter ein bisschen im reinen Analyse von der vier Spielerrollen. Wir haben jetzt in dem zweiten Teil die gleiche Szene zweimal aufbereitet, einmal als Originalszene. Und da können wir wirklich die vier Rollen vom Spieler anschauen, aber einfach normal laufen lassen. Und im zweiten Teil, man kann sie auseinandernehmen und wirklich die einzelnen Teile von diesen Spielrollen mal anschauen. Also ich würde mal anfangen mit der ganzen Szene, unterschnitten, unverarbeitet. Jetzt sehen wir sie nochmal. Jetzt probieren wir alles auf grün. Betrachten, was ist grün? Also grün ist Spiel mit Scheibe, also die Mannschaft, meine Mannschaft ist in Scheibenbesitz. Es hat grün 1 ist der Spieler, der die Scheibe trägt, der Scheibenbesitzer. Und die anderen vier sind die Mitspieler, die das Spiel bestimmen, die Support geben. Wenn wir jetzt sehen, Scheibenbesitz, jetzt ist eine freie Scheibe, Zweikampf, Radarblick. Der Spieler orientiert sich, bevor er zu Scheibenbesitz kommt und sucht Lösungen. Was sind Lösungen? Informationen aufnehmen, was sind meine Optionen? Er muss nachher eine Entscheidung treffen. Jetzt sehen wir Mitspieler, er schützt Scheibe. Mitspieler, der schaut, was passiert, er bietet sich an für einen Pass.
auch wieder im Scheibenschützen. Der erste Spieler hat entschieden, den Spieler weiterzugeben, ist bereit gewesen, aber zum Check zu übernehmen. Das heisst, mit seinen Informationen hat er gewusst, er hat den Druck. Er muss nachher auch den Check können fangen und so sich nicht in Gefahr bringen. Da kommen wir wieder zum Thema Respekt, Check nehmen, Check geben, wieder ein anderes grosses Thema. Jetzt, zwei Spieler hat er Informationen genommen und der dritte Spieler hat sich auch wieder angeboten. Jetzt kommt der Puckspeed im Spiel und Adspeed. Der Spieler hat schon vorher sich orientiert, wo bin ich, wo sind meine Mitspieler. Jetzt, das Spiel geht weiter und jetzt haben wir wieder eine Situation, Spieler mitschieben, wo Informationen aufnimmt, wo nach Lösungen sucht und wir haben wieder vier Spieler, die sich anbieten und probieren, ihn zu unterstützen. Er hat die erste Option nicht genommen, weil er gesehen hat, der Spieler ist unter Druck. Also sucht nach einer zweiten Option und jetzt hat er einen Freispieler gefunden. Freispieler, Puckspeed, sehr schnell. Und jetzt haben wir einen Gapspeed. Man sieht hier, er probiert jetzt Druck zu machen, er probiert die Mannschaft zurückzuziehen. Wir haben eine Entry Zone und jetzt haben wir hier, hat sich in dem Sinn Raum verschafft. Er ist nicht direkt zum Verteidiger, ist ins Freie gelaufen. Und jetzt ist er über die Linie gekommen und jetzt hat wieder, er ist grün mit Böck, das heisst, er muss jetzt wieder Entscheidungen treffen. Was ist jetzt die beste Option? Wo ist freies Eis? Wo sind meine Optionen? Im Moment hat er keine Option. Er hat keine Option, um sich aufs Goal zu gehen. Er muss warten, dass Mitspieler kommen. Er muss den Gegner täuschen. Er muss den Zweikampf gewinnen. Er schützt die Scheibe. Er sucht das freie Eis wieder. Da ist freies Eis. Hat er eine Option übernommen. Er gibt Support, indem er zum Goal geht. Und dann haben wir jetzt den Gap Control. Wir haben einen Spieler, der kommt, einen zweiten Spieler, der kommt. Und jetzt hat er wieder müssen orientieren. Sein Adspeeder müssen da sein. Hat er gesehen, dass da Stock kommt. Also er kann nicht weiter. Hat er können gesehen, dass da ein zweiter Spieler kommt. Und jetzt haben wir den Gap Speed, den Verteidiger oder den Flügel, der an der Bande war, um die Auslösung zu machen. Ist er mitgegangen. Aber da haben wir wirklich das 1-2-3-4-Prinzip, das wir brauchen. Da haben wir wieder Kopf hoch, Informationen holen, kann ich schiessen. Da haben wir wieder einen, der sich anbietet für eine Option. Das heisst, die vier Spieler ohne Scheibe probieren eine Option zu sein, Support geben, Kommunikation. Er probiert den Raum eng machen, Screens machen. Und er jetzt muss Informationen aufnehmen, Entscheidungen treffen und am Schluss kommt zum Goal. Jetzt können wir das Ganze aber auf der roten Sicht betrachten. Das heisst, jetzt schauen wir auf Norwegen Seite. Der Norweger sieht einen Puck, der tief geht. Er sieht die Möglichkeiten, zum den Puck zu gewinnen. Ist jetzt im Moment im gelben Bereich. Okay, jetzt ist ein Zweikampf. Jetzt, ich will die Scheibe holen. Das heisst, Footspeed, wir sehen, er läuft weiter bis zum Schluss. Stockkontrolle, wir sehen den Support, der auch Informationen nimmt, Adspeed, was kann passieren. Da haben wir eine Stockarbeit, die nicht optimal ist, weil er hat den Check nicht vorbereitet. Das heisst, wenn Böck zu Scheibe gegangen wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit viel grösser zum Zweikampf gewinnen. Er geht mit Böck mit dem Stock in der Luft. Er setzt den Check nach, aber die Scheibe bleibt frei. Das heisst, dort war die Ausführung nicht optimal gewesen. Das heisst, rot gegen einen Gegner mit Scheibe hat er nicht das gemacht oder nicht optimal geschafft. Jetzt haben wir einen zweiten Rotspieler, der Druck macht und die haben wir jetzt die anderen Spieler, die probieren, den Gap zu machen. Jetzt sehen wir, wie der andere Ghetto Zeit hat, weil er hat keinen Druck, also der Gap ist zu gross. Er kann Entscheidungen treffen, er hat Zeit. Also wir sehen, mit Zeit und Raum kann man erreichen. Wir sehen dann auch jetzt die Norweger, die probieren jetzt mit Stockdruck
Räume eng machen und sehen wir wieder da. Gap Control ist nicht gut, viel weit weg. Gegner hat Raum, um über die Blaue zu kommen. Das ist wieder ein Vorteil. Und jetzt haben wir wieder Scheibe orientiert. Man sieht, wie 1, 2, 3 Spieler eigentlich zu den Scheibenführenden gehen und jetzt da 2 Spieler zum Gleichen schauen. Also Norweger haben schlechte Entscheidungen getroffen, die haben weniger Kommunikation gehabt und in ihrem roten Spiel haben sie nicht eine richtige Lösung gefunden, weil die haben es doppelt deckt, sie waren scheibenorientiert und das ermöglicht an den Schweizer, die das Spiel lesen können, um eine Lösung zu finden, um zu einer sehr guten Abschlusssituation zu kommen und zum Goal. Also das ist eine Analyse in beiden Bereichen, in den 4 Spielrollen. Wenn wir sehen jetzt nochmal eine Zusammenfassung, das ist die Folie, die Markus am Anfang gemacht hat. Und jetzt in diesem Bereich, man kann mit der Maus in den verschiedenen Bereichen hineingehen und man sieht, was wären die Key- oder die Schlüsselwörter. Sagen wir Bockführer, grün, immer gefährlich. Denken Tor, Rhythmus wechseln, Scheiben schützen, Raum kreieren. Man redet von dem Gap Control und täuschen. Täuscht der Gegner, wenn ich den Gegner verarsche, habe ich einen Vorteil. Wenn mich nicht verarschen lasse, habe ich sicher einen Vorteil defensiv. Also es geht am Schluss um das. Da haben wir das Gleiche im Offensiv, ohne, also wo ich ohne, nicht im Böckbesitz bin. Und da haben wir defensiv gegen den Scheibenführer und defensiv decken ein Mann ohne Scheibe. Und wir sehen da wirklich, der Begriff ist sehr alt, aber ist immer noch sehr aktuell. Und da kommen wir ein bisschen zu der Zusammenfassung, wo wir Skalen mit einem Speed Teil, wo in verschiedene Bereiche mitspielen, Gap Speed, Head Speed, tut er entscheiden, wie schnell dass ich den Gegner unter Druck setze. Da entscheidet, wie schnell ich zur Lösung komme und wieder da Transition beide Richtungen. Wir haben vielmal offensiv zu defensiv, aber wir haben die andere Transition. Das heisst, wenn wir Scheiben verlieren, wie schnell sind wir organisiert, wie schnell sind wir in defensiv. Das ist das, was auch bei vielen Spielern, jungen Spielern vor allem fehlt. Und jetzt kommen wir da zum Abschluss, zu der gleichen Szene, wo ein bisschen bearbeitet ist. Lasse ich euch anschauen. Grün, rot. Sehr gut aufbereitet. Zum Schluss komme ich nochmal um die Situationen in den verschiedenen Stadien. Wir arbeiten jetzt mit der FDM von den Fundamentals zum Mastery. Da müssen wir eine richtige Aufbausituation und wie gesagt dann Ziel setzen ist Spielformen im Zusammenhang mit Technik, dass wir das können implementieren. Raum ändern, Anzahl Gegner, Zeitphase. Man kann auch konditionelle Teile, indem man das Intervalltraining macht. Aber schlussendlich, wir spielen das okay, wir wollen Spass, wir wollen Fun, wir wollen sehr viel Competition im Training rein tun. Das heisst, wir können alle diese Sachen miteinander verbinden und schauen, dass wir immer weniger Zeit haben. Training Zeit ist immer knapp. Das heisst, je mehr Spiel nachher sind, je mehr Fun, je mehr Challenge haben im Training, je mehr können wir die 4 Spielerrollen und die 4 Speed umsetzen und am besten trainieren. Das wäre ein bisschen mein Teil vom Ganzen mit der Zusammenfassung von dieser Folie. Das zeigt, wie die 4 Speed, die 4 Spielerrollen
und der ganze Transition zusammenkommt. Ja, Manu, super. Ich habe mich wirklich nach am Eis gefühlt, sehr fundiert. Wir verzichten jetzt selbstverständlich auf die Abfrage, aber vielleicht kannst du ganz noch kurz zum Finalisieren von der E-Learn-Lektion zeigen. Wenn ihr Lust habt zum Nachlesen, ihr wisst, wo ihr es findet mit dem Link. Am Schluss gibt es noch gewisse Testfragen, wo ihr auch könnt eigentlich überlegen könnt, habe ich es begriffen, was nehme ich mit? Vielleicht Manu, wenn du kurz kannst einblenden kannst, den Check, wo wir grundsätzlich... Check, ich habe ihn schon hier aufgemacht. Okay. Wir kommen zu ein bisschen... 8 Fragen sind in verschiedenen Bereichen, sind nicht nur im Bereich 4 Spielerrollen. Es hat dann die Frage, die auch über dem Explorer und der ersten Teil. Aber zum Beispiel, wenn man Frage hat, die im Bereich, wo wir jetzt gerade angeschaut haben, zum Beispiel Frage 4, Transition, ist welche aus Druck passt am besten, dann kann man anschauen. Man kann klicken, sagen, okay, für mich ist die Lösung. Jeder für sich kann einmal das auch noch überlegen. Also sind relativ intuitiv. Ich denke da, die meisten sind auf der Lösung D gekommen. Spiel schnell wenden, F, 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 beide Richtungen. Wenn wir gehen zu Frage 6. Manu, tschüss. Ich mache einen Vorschlag ein bisschen aus Zeitgründen. Ich denke, wir haben es gerne eingeführt. Der Teilnehmer kann die Fragen selber lösen. Mit einem erfolgreichen Test sieht er unten, dass er ein E-Mail mit dem Rapport, was er richtig hat gemacht, 8 von 10 wäre Bedingung. Also, ihr könnt euch selber prüfen, wenn ihr Lust habt. Ich werde langsam abrunden. Ich habe ganz wenige Fragen bekommen. Vielleicht eine für dich. Was könntest du sagen, das Spiel ohne Scheiben, wie kann man das trainieren? Das ist ja nicht ganz so einfach für Nachwuchstrainer, ist eine Frage gewesen. Was könntest du dort auf den Weg geben, wenn man sich fokussieren auf das Spiel ohne Scheiben? Also Spiel ohne Scheiben, das heisst defensiv Spiel ohne Scheiben oder offensiv, es gibt zwei Arten von Spiel ohne Scheiben. Also im offensiv Spiel ohne Scheiben ist wirklich der Support. Wie kann ich den Spieler mit der Scheibe den Support geben? Im Training man kann zwei Überzahlsituationen kreieren, wo der Mitspieler kann helfen kann. Man kann Situationen kreieren, wo man wirklich den Mitspieler den Support geben kann. Spiel ohne Scheibe im Defensivbereich, das heisst, ich decke einen Mann ohne Scheibe. Das ist wirklich eine von der unserer Basis. Alles, was ein Zweikampf ist, das ist eine Basis zum Defensivspiel ohne Scheibe. Wirklich mal Scheibenkontrolle, Radarblick. Und das sind wirklich auch kleine Spiele im kleinen Raum, vor dem Goal, Slotbereich. Das sind sehr wichtige Sachen. Und in der Basis. Alles, was abholen, Angling, Stockarbeit, alle diese Situationen sind Basis für Spiel ohne Scheibe. Defensiv, wie gehen im Zweikampf, Stockarbeit, Inside behalten. Und da man kann von Aufbauphasen nehmen, wo man sagen wir, im Drill-Bereich kann arbeiten kann. Ich tue ganz simuliere Situationen bis zu Spielbereich, in Spielformen. Und das sind den Aufbau, wenn der Spieler begriffen hat, man kann Spielformen, man kann Spielformen auch variieren, indem dass man verschiedene Aufgaben gibt. Das heisst, immer Kombination zwischen Drill und Spielform. Man kann da steuern, wie kann ich Spiel ohne Scheibe im Defensivbereich sowie im Offensivbereich simulieren und dann kann ich umsetzen in Spielform. In dem Sinne lasse ich ein fertig klicken. Ich sage vielen herzlichen Dank, Manu. Es war eine Freude. In dem Sinne, ich bin neutral, aber für heute eine ist Forza Ambri. Im Hintergrund Dan Oppliger, er schaut, dass wir da die Technik zu Boden bringen. Ich glaube, es hat recht gut geklappt. Merci, EV Bern und ganz sicher dir, Dan, für die Mitarbeit. Und tschüss, das Team, das hinten dran ist, an dem Programm arbeitet, vielen Dank. Hoffentlich hat es Spass gemacht. Und ja, wir haben euch jetzt nicht gesehen, aber hoffentlich seid ihr wieder mal dabei. Webinar, Youth Sport und Development. Macht's gut! Tschüss zusammen!
Liebe Gesundheit, ciao zusammen.